Das ist unsere Hare Krishna Produktion heute zum Thema Landwirtschaft, vedische Landwirtschaft. Das ist zumindest der Anspruch, den Srila Prabhupada immer wieder in seinen Büchern hervorgehoben hat und auch mit seinen Schülern oft besprochen hat. Und da habe ich hier zwei sehr interessante Devotis neben mir sitzen, die nämlich hier auf Simhachalam, von diesem Ort haben einige schon gehört, die hier leben, schon seit geraumer Zeit. Da werden wir gleich auch noch Näheres drüber erfahren. Und vor dieser Herausforderung stehen, eine solche vedische Landwirtschaft und auch Kuhschutz, auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Idee, das hier umzusetzen. Und da habe ich neben mir einmal den Tribhanga Das aus, ursprünglich kommst du aus? Also geboren bin ich in Dresden, aufgewachsen in Cottbus, so den Raum, und ja, bin seit 2009 Devoti und seit 5 Jahren bin ich hier. Okay. 5 Jahre schon, super. Und auf der anderen Seite habe ich... Ja, ich bin der Julian und ursprünglich komme ich aus der Nähe von Bad Hersfeld. Da bin ich auch aufgewachsen, in Waldhessen. Und ja, jetzt bin ich seit ein paar Jährchen schon hier im Bayerischen Wald. Ich hatte mit euch gestern schon ein bisschen gesprochen. Ihr habt euch da wahrscheinlich bescheidener, als es sein muss, als Quereinsteiger, wenn es um Landwirtschaft und Kuhschutz geht, selbst bezeichnet. Aber ihr habt tatsächlich schon aus eurer Kindheit und Jugend schon eine gewisse Erfahrung mitgebracht. Was ist da deine Erfahrung? Ja, ich bin tatsächlich die Hälfte meiner Kindheit bei meinen Großeltern aufgewachsen, die halt einen eigenen Bauernhof hatten und dort halt auch als Bauern gelebt haben, in der DDR halt auch in der LPG mit dabei waren. Und ja, da gibt es eine gewisse Affinität, eine natürliche Affinität bei mir, die ich auch, als ich erwachsen wurde, dann halt auch im Schrebergarten und so ein bisschen weiter kultiviert habe. Und ja, jetzt hier im auf dem Hachalam halt zur Blüte kommt vielleicht auch, ja. Also ein paar Blüten sehen wir hier schon. Man kann es hier vielleicht ein bisschen sehen. Wir haben uns extra hinter dem oder vor dem Blumenbeet gesetzt. Und also einige Blüten sind tatsächlich schon dort. Und was ist dein Hintergrund? Ja, ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden und habe Großteil meiner Kindheit im Prinzip auch als Selbstversorger gelebt. Also wir hatten eigentlich alles aus dem eigenen Garten und hatten auch Kühe, dementsprechend dann eben die Milch und ja genau. Und es ist ja schade, finde ich, dass das so verloren gegangen ist, diese Kultur im Prinzip der Selbstversorgung, dieses eigenständig Unabhängige, und dahin müssen wir irgendwie wieder zurückfinden. Ja. Also ich höre da schon heraus, ihr seid mit dem Thema insgesamt doch schon vertraut. Es ist für euch nicht etwas völlig Neues. Zum Beispiel, ich würde wirklich der Quereinsteiger sein. Ich bin in einer Großstadt groß geworden, Hamburg. Ich musste 1 Stunde lang mit dem Fahrrad fahren, um überhaupt Kühe und Wiesen zu sehen. Also 1 Stunde durch Häuser und durch Betonsilos und solche Sachen. Und ja, kenne die Kühe aus dem Supermarkt in Form von Pappkartons. Ne, das ist so, das würde ich mal so, das sind so Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Ne, aber da höre ich doch heraus, dass das bei euch ein bisschen anders ist. Dieses Projekt hier hat ja so 2 Schwerpunkte, Tribhanga Prabhu. Mhm. Vielleicht kannst du kurz mal so in Zeitraffer sagen, was soll sich ein Außenstehender, der noch nie etwas von Simhachalam gehört hat, unter diesem Begriff Simhachalam vorstellen? Ja, Simhachalam ist ein Farmprojekt im unteren Zipfel vom Bayerischen Wald, im Dreiländereck von Tschechien, Österreich und Deutschland. Und der Ort ist nicht zufällig gewählt worden, sondern absichtlich so weit abgelegen von größeren Städten, um ja eine sichere Landwirtschaft auch in schwierigen Zeiten, nenne ich es mal, zu gewährleisten. Und gekauft wurde dieses Gelände hier 1978
Und die Hauptgottheit, die wir hier haben, ist Shri Nisimadev. Und die wurde 82, also morgen, um genau zu sein, vor 40 Jahren hier installiert. Wow. Ja, und seitdem gibt es immer wieder so Versuche, diese vedische Landwirtschaft hier zu etablieren, mit teilweise sehr guten Erfolgen, und dann auch wieder ist es wieder auch eingeschlafen leider. Und jetzt, ja, wie gesagt, haben wir das hier schon 40 Jahre. So, und ja, jetzt ist wieder eine Generation da und versucht hier sein Bestes zu geben. Und ich denke, also ich bin jetzt 4 Jahre hauptsächlich hier für den Garten, also Gemüseanbau, zuständig, dass wir wieder in den 4 Jahren auf ein Maß gekommen sind, wie es vielleicht vor einigen Jahrzehnten auch schon mal war. Und wir legen sehr viel Wert darauf, uns weiterzubilden. Wir fahren einmal im Jahr irgendwo hin zu anderen Projekten, oder wir waren jetzt auch, dieses Jahr waren wir bei Sepp Holzer gewesen, beziehungsweise bei seinem Sohn Josef Holzer. Genau, das ist so ein Acharya, ne, sagen wir. Könnte man sagen, ja. Genau, im deutschsprachigen Raum ist er, glaube ich, so, könnte man ihn als den Permakulturguru bezeichnen. Obwohl seine Art auch speziell ist, aber doch das, was wir da gelernt haben, muss ich sagen, war sehr grundlegend und sehr, wie soll ich sagen, hat mein Denken für die Landwirtschaft doch nochmal etwas revolutioniert und auch mehr motiviert, muss ich sagen, tatsächlich. Und so, dass ich mit neuen Inspirationen nochmal jetzt hierher gekommen bin und auch die nächste Saison starten möchte. Ja, genau. Toll. Genau, also mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem vedischen Tempel zu tun. Du sprachst von der installierten Gottheit. Ja. Narasimha, ein Avatar von Krishna, halb Mensch, halb Löwe. Und das besteht jetzt ab morgen seit genau 40 Jahren. Mhm. Und darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Wir wollen heute mal, wie nennt man das, Straight Talk hier auch betreiben. Nicht um den Brei herumreden. Der Tribhanga hat mir gestern gesagt, ja, es sind zwei große Gewichte, die hier drücken, oder also schön drücken, also ein positives Drücken. Das eine Gewicht ist der Tempel, die Verehrung von Lord Narasimha, der jeden Tag, also ab morgen, fand jeden Tag eine Verehrungszeremonie statt. Und Priester haben zu ganz festen Zeiten den Vorhang geöffnet und diese Altargestalt mit Blumen und mit Weihrauch verehrt, haben Speisen gekocht nach vedischen Anweisungen. So, das wird jetzt seit 40 Jahren ununterbrochen betrieben. Dahinter steckt eine riesige Bemühung und eine riesige Entschlossenheit von mehreren Generationen jetzt schon von Devotis. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch, dass man sagt, wir haben vor 40 Jahren mit dieser Verehrung gestartet, haben einen gewissen Standard, wie wir das nennen, dass jeden Tag auch bestimmte Dinge einfach gemacht werden und dass da also kein Tag dazwischen ist, wo man dann mal so sagt, nö, also heute haben wir mal keine Lust oder so. Das gab es praktisch nicht. Natürlich gab es auch mal Phasen, wo es schwieriger war oder wo der Enthusiasmus größer war als zu anderen Zeiten. Aber insgesamt ist das bis heute durchgezogen worden. Und das ist natürlich, auch je länger sowas dann besteht, das Gewicht wird mir stockt schon der Atem. Das Gewicht wird natürlich immer größer, wenn eine Tradition schon sich in Stein gemeißelt hat. Und wir stellen aber auch auf der anderen Seite fest,
Dieses andere Gewicht, nämlich diese vedische Landwirtschaft und der Kuhschutz, da, so habe ich das von Tribhanga herausgehört, da kann man noch nicht so richtig zufrieden sein nach 40 Jahren. Da kann man auch noch nicht von einer in Stein gemeißelten Tradition sprechen, sondern es ist immer, das hattest du auch eben kurz gesagt, ein Auf und Ab gewesen. Und jetzt versucht ihr hier wieder, versucht ihr vielleicht etwas zu schaffen, einen Durchbruch zu schaffen, der vor euch noch nie so richtig stattgefunden hat. Und vielleicht können wir kurz taktvoll über diesen, dass zwischen diesen Gewichten auch manchmal ein gewisser Interessenkonflikt manchmal auch besteht. Ich würde mal so als Außenstehender sagen, hey, das ist doch ganz normal. Also es hätte mich gewundert, wenn das nicht der Fall wäre. Und wir hatten gedacht, in diesem Video einmal Aufmerksamkeit auf dieses Landwirtschafts- und Kuhschutzprojekt, diese Aufmerksamkeit zu erzeugen und auch ein bisschen diesen Konflikt auch mal in den Raum zu stellen, nicht jetzt um den Brei herumzureden, sondern auch sagen, hier gibt es eine Schwierigkeit, die wir bis heute noch nicht ganz, wo wir noch nicht ganz eine Lösung für gefunden haben. Und wir hoffen, dass mit diesem Video der Geist vieler Devotis auch positiv angeregt wird, dass man hier vielleicht auf ein nächstes Level kommen kann. Und vielleicht, lieber Tribhanga Prabhu, kannst du so ganz so sachlich und analytisch diesen Konflikt einfach beschreiben. Ja, also es sieht hier so aus, dass, wie gesagt, Narasimha hier ist mit seiner Verehrung und alles auch so sein muss und die Aufmerksamkeit vielleicht auch noch gesteigert werden kann in der Opulenz. Jai Jai Shishipala Lakshmi Singhadev Ki Jai. Lieber Herr, der du hier verehrt wirst im heiligen Darm von Simhachalam zusammen mit deinem lieben Devotee Shipalad Maharaj, der immer an deinen Lotusfüßen Zuflucht sucht und findet, und Srimati Lakshmi Devi, die ewig an deiner Brust verweilt und jede Gelegenheit wahrnimmt, um dir liebevollen, hingebungsvollen Dienst darzubringen. Und es ist in Europa auf jeden Fall der einzige Narasimha Dev, den es in Europa gibt, und er ist mitten zentral in Europa, ganz absichtlich, und hat hier auch seine Aufgabe und sollte die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm auch definitiv zusteht, weil er für die Devotis halt auch die Hauptschutzgottheit ist. Zur gleichen Zeit haben wir aber hier das Thema, wir haben hier ein Farmprojekt und das ist in Deutschland das einzige Farmprojekt. So, hier, von hier aus sollte der Standard gesetzt werden für jeden Devoti, der im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch darüber hinaus Landwirtschaft betreiben möchte. Hier sollte er bei Fragen Zuflucht finden können und da sind wir tatsächlich noch am Anfang. Auch was Kuhschutz, auch Kuhschutz ist genau, ja auch sehr, sehr, ist, also du beziehst das damit ein. Ich will es nur noch mal, dass die Zuschauer sich auch darüber bewusst sind. Wir sprechen hier von Landwirtschaft und Kuhschutz. Genau, Landwirtschaft, wenn ich jetzt persönlich Landwirtschaft sage, meine ich nicht nur Gemüseanbau und Getreideanbau, sondern tatsächlich auch Kuhschutz, weil das einhergeht miteinander. Und zwar der größte Schnittpunkt von uns beiden, also der Julian Bakterjuren, der interessiert sich sehr für die Milchproduktion. Ich bin halt, wie gesagt, mehr im Gemüseanbau und der Schnittpunkt ist halt Kompost zum Beispiel. Das, was die Kühe im Kuhstall hinterlassen, ist praktisch, wenn es veredelt wird mit den Möglichkeiten, die wir jetzt mittlerweile hier haben, mit einer Kompostmaschine, ist praktisch das zweite Gold, was wir hier auf Simhachalam haben. Das eine Gold ist, wie gesagt, auf dem Altar, er ist schwarz, heißt Sri Narasimha Dev. Und das zweite ist unser Kompost, der
auch schwarz ist oder fast schwarz ist. Mhm. Zumindest, also mit schwarz ist der schöne Granitstein gemeint, aus dem der Lord Nisingadev Deti besteht. Genau. Genau. Das ist halt der Schnittpunkt. Und Landwirtschaft gehört zusammen, alle Bereiche. Und tatsächlich ist es so, dass Sri Krishna, von dem alles ausgeht, und sein Bruder Balaram und auch Radharani, die damit dazugehört, wir würden vielleicht sagen, das sind Bauern. Mhm. Ne? Mhm. Krishna trägt die Flöte, um die Kühe zu hüten, und Balaram trägt den Pflug, um Getreide und Gemüse herzustellen. So, wir verehren im Grunde Bauern. Mhm. Jetzt sieht es so aus, dass auf diesem Stück Land unheimlich viel Potenzial liegt. Bis dahin, dass wir unsere eigene Milch produzieren wirklich, anstatt sie bei jemandem zu kaufen, sondern bis dahin, dass wir sogar für junge Menschen eine Ausbildung anbieten können, wenn wir uns dahin entwickeln wollen oder entwickeln würden. Junge Devotis, wo machen sie Ausbildung? In ISKCON können sie keine Ausbildung machen, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und ich denke, dadurch, dass ja für uns Landwirtschaft so wichtig ist, sollten auch Devotis bei sich selber, also jetzt hier auf dem Hachalam, eines Tages auch landwirtschaftliche Ausbildung erhalten können. Mhm. So, das ist ein Potenzial, was bisher noch nicht ergriffen wurde oder greifbar gemacht wurde. Aber tatsächlich ist das unser Anspruch, irgendwann dahin zu kommen. Also die Entwicklung soll wirklich dahin gehen, dass es hier Devotis gibt, die einen Meisterbrief haben, die halt dann in der Lage sind, Ausbildung anzubieten. Oder halt auch für jeden Interessierten, dass es Seminarräume gibt, um sagen zu können, vedische Kultur funktioniert auf diese Art und Weise. Ja. Vielleicht mal ein Beispiel wäre ja in gewisser Weise unserer Julian, der eine Ausbildung macht jetzt gerade, aber nicht hier direkt, sondern ein freundlicher, aber normaler Bauernhof oder landwirtschaftlicher Betrieb, der eben eine Ausbildungsmöglichkeit anbietet, wo du auch mit Sicherheit, denke ich, viele wertvolle auch Erfahrungen sammeln kannst, die du dann hier wiederum mit reinbringst. Aber perfekter wäre es ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn dieser Ort hier wäre, ne? Wenn du das alles hier vorfinden würdest. Definitiv, ne? Ja. Also du bist, glaube ich, jetzt ein Jahr in der Ausbildung? Genau, ich bin jetzt im zweiten Jahr und auch damit auch im letzten. Und nächstes Jahr im Juli bin ich dann fertig. Dann kann ich im Prinzip das Wissen versuchen, hier mit einzubringen. Und hast auch einen richtigen Gesellenbrief dann, ne? Genau, ja. Und dann gibt es ja auch dann die Möglichkeit, von dort aus vielleicht mal später sogar einen Meisterbrief zu haben. Genau. Und dann wäret ihr ja auch dann in einer Situation, wo ihr dann auch selber Ausbildungsmöglichkeiten anbieten könnt. Also es wäre auf jeden Fall eine Ausgangsposition. Was es dazu braucht, ist nicht nur, dass man einen Meisterbrief oder eine Person einen Meisterbrief hat. Man braucht dann halt auch eine gewisse Ausstattung. Also der Stall sollte entsprechend sein, zeitgemäß. Er sollte gewisse technische Dinge auch mit sich bringen, die ein Lehrling lernen muss in solch einer Ausbildung. Ja, er braucht halt gewisse Räume, ne? Er muss hier schlafen können, muss hier leben können, und das sind alles Dinge, die noch kreiert werden müssen. Und dann würde ich auch noch mal ein bisschen so zurückkommen, weil du ja gefragt hast, was sind so die Gewichte oder vielleicht auch die Gegensätze hier. Mhm. Ich denke, in ISKCON Germany ist dieser Punkt bisher ein bisschen zu kurz gekommen in der Denkweise, wie viel Potenzial eigentlich darin liegt,
wenn wir uns mit Landwirtschaft beschäftigen und auch die Themen, die ja ringsherum sind. Ne? Ich sage immer so gern, ein Dorf besteht nicht nur aus einem Tempel, sondern da sind viele Gewerke ringsherum, angefangen vom Bauern, der das Getreide produziert und die Gemüse und das Gemüse. Und dann gibt es den Bäcker, der das Getreide verarbeitet. Und ja, da gibt es den Milchbauern, da gibt es den Schmied, da gibt es den Leitermacher, da gibt es den Dachdecker, Zimmermann und was ist, ne? Da gibt es so verschiedene Sachen. Brunnenbauer. Brunnenbauer, genau. was alles mit zum Dorf gehört. Und es ist tatsächlich Wissen, was in dieser Welt notwendig ist, um ein Dorf zu kreieren und dörfliches, ländliches Leben zu leben. Und wir sollten uns als Devotis nicht davor scheuen. Wir sollten Angst haben vor Maya, das ist richtig. Aber wir sollten auch nicht so viel Angst haben, dass es uns in unserer Handlungsweise lähmt. So, wir sollten schon noch handlungsfähig bleiben und auch das Potenzial darin erkennen. Und das ist auch wirklich etwas, was Prabhupada wollte, dass wir uns im gewissen Rahmen mit solchen Themen beschäftigen, um für die Leute außerhalb von ISKCON eine Brücke zu bauen, dass sie über solche Themen zu uns finden können. Wenn wir den Standard setzen, wie zum Beispiel mit Ahimsa-Milch, dass wir die Kühe nicht, sobald sie abgewirtschaftet sind, ins Schlachthaus bringen, sondern dass wir ihnen ihr entsprechendes Brot geben, weil sie haben so viele Jahre Milch gegeben, warum sollen wir sagen, okay, jetzt bist du nicht mehr wirtschaftlich genug, jetzt ja, bringen wir dich um, so, ne? Mhm. Sondern wir sind dankbar für die Zeit, wo die Kuh Milch gegeben hat und geben ihr halt auch das Gnadenbrot für den Rest, wie sie halt in diesem Körper hat, dieses Lebewesen, ne? Kuh halt. Ja. Ja, da, wenn ich kurz mal, da sprichst du ein interessantes Thema an, denke ich. Dass der Begriff Veganismus, vegan leben, das hat sich ja mittlerweile, glaube ich, in Deutschland schon ziemlich gut herumgesprochen, dass es diese Möglichkeit gibt. Da ist, glaube ich, keiner verschont geblieben mittlerweile. Weiß jeder, was das bedeutet. Und was die ISKCON halt anbietet, ist jetzt, würde ich mal sagen, eine Stufe höher, dass wir Tiere gut behandeln, in diesem Fall Kühe, aber trotzdem einen Austausch haben mit der Kuh. Julian, vielleicht kannst du ja mal erklären, warum oder was für uns der Kuhschutz, warum das so wichtig ist, warum das aus unserer Sicht ein höheres Level ist als einfach nur vegan leben, was bedeuten würde, wir hätten eigentlich gar kein Interesse an der Kuh und an dem Stier. Die können machen, was sie wollen. Die existieren für uns gar nicht. Wir ignorieren sie und denken, wir tun ihnen etwas Gutes. Stimmt, wenn wir sie jetzt töten würden, wäre das sicherlich eine bessere Option, sie einfach nur zu ignorieren. Aber die Geschichte der Menschheit und auch die Geschichte der Kühe hat eigentlich gezeigt, dass in fast allen Ländern dieser Welt ein Austausch, eine Beziehung zwischen Kühen und Menschen existiert hat. Und die Herausforderung darin besteht, mit den Kühen und Stieren zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, aber ohne sie zu schlachten, wie es ja hier in Deutschland gang und gäbe ist. Vielleicht kannst du dazu deine eigenen Inspirationen, warum das für dich jetzt auch wichtig ist, warum du so ein bisschen diesen Wunsch hast, da auch was zu erreichen, was dich da so ein bisschen antreibt. Also Kuhschutz liegt mir tatsächlich sehr persönlich am Herzen. Denn jeder, der mal so bei so einer Kuh war, der sieht, dass das wirklich große Persönlichkeiten dahinter stecken. So jede Kuh ist da ganz individuell. Und also ich sehe das immer mehr, gerade jetzt in der Ausbildung auch, dass die Kühe im Prinzip mehr oder weniger so sehr unpersönlich einfach so weggeschlossen werden. Man sieht sie einfach gar nicht mehr. So, sie werden im Prinzip bloß nur noch so ausgesaugt,
die ganze Milch wird einfach ausgesaugt und das fehlt dann einfach diese Wertschätzung und dieser persönliche Kontakt zu den Kühen. Und so ist es letzten Endes dann nur noch ein Produkt aus dem Supermarkt. Man nennt die Tiere ja mittlerweile sogar schon Produktionseinheiten, habe ich mal gehört. Wir haben 30 Produktionseinheiten in unserem Stall. Ja, ja, oder Nutzvieh, ne? So kommt das ja daher. Und also ich kann, seitdem ich hier bin, sehe ich auch, dass Kühe tatsächlich auch glücklich sein können. Das ist wirklich ein großer Unterschied, wenn man jetzt in so ein, zum Beispiel eine Anbindehaltung geht, einen Anbindestall. Dort sind die Kühe wirklich einfach angekettet und sie stehen da eigentlich ihr ganzes Leben lang. Teilweise machen sie das auch nur 5 bis 6 Jahre mit. Danach sind die einfach durch das, dadurch, dass sie keine Bewegung bekommen, keine Sonne haben und einfach nur die Milch rausgenommen wird aus ihnen, da sterben die einfach. Ne? Die verlassen einfach ihren Körper einfach aus Angst, aus Traurigkeit. Ne? Also man kann denen das wirklich ansehen. Und wir haben ja hier auch 7 Kühe und die leben eben in Freiheit. Die brauchen keine Angst zu haben, dass sie irgendwie geschlachtet werden und man merkt es denen tatsächlich an. Gerade wenn man so eine Beziehung zu denen aufbaut und oft zu denen hingeht und so, die sind dann so, teilweise kommen sie an und wollen dann richtig schmusen und so, ne? Also die sind sehr anhänglich und darüber hinaus ist halt auch, ja, Krishna liebt die Kühe am meisten von allen. Die Kühe sind ihm sogar lieber als die Brahmanas und ja, also das ist, man merkt einfach, wenn man Zeit mit den Kühen verbringt, wie heilsam das auch für einen selber ist. Tatsächlich. Sagt jemand, der schon in seiner Kindheit viel mit Kühen verbracht hat. Und vielleicht nochmal, auch in den Veden wird beschrieben, dass die Kuh wie eine Mutter für die menschliche Gesellschaft steht und der Stier wie der Vater. Das hat damit zu tun, wenn wir von der eigenen Mutter keine Milch mehr bekommen, versorgt uns die Kuh praktisch unser ganzes Leben lang mit ihrer Milch. Und der Stier, in der vedischen Kultur wurde der Stier eben auch bei der Landwirtschaft benutzt. Und es wird sogar gesagt, dass ein Stier gerne arbeitet und dass er also gerne seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Das ist ja auch etwas, was dem veganen Gedanken ein bisschen entgegensteuert. Man denkt, man tut den Tieren etwas Gutes, wenn man sie einfach ignoriert und in Ruhe lässt. Aber es gibt tatsächlich Tiere, die suchen diesen Austausch mit Menschen und wollen mit ihnen zusammen, in Frieden natürlich, zusammenarbeiten. Das vielleicht nochmal als kleine Anmerkung. Hier. Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Man trifft oft den Gedanken an, dass eine unberührte Natur automatisch eine große Artenvielfalt hervorbringt. Das stimmt nur zum gewissen Teil, weil wenn man die Natur komplett in Ruhe lässt, ist Wald angesagt. Und wenn man in den Wald geht, gut, heute ist sehr... Genauer gesagt Dschungel, ne? Ja, Dschungel, Urwald oder also ja. ein völlig ein wilder Wald. Genau. Und dort ist tatsächlich das die Artenvielfalt nicht wirklich gegeben. Es ist wirklich so, dass in einer Kulturlandschaft, wenn sie nicht dem Mechanismus Geld unterliegt, dass man nur darauf aus ist, so viel wie möglich Geld zu generieren aus dieser Landschaft. Tatsächlich eine Kulturlandschaft hat die größte Artenvielfalt. Kann man auch sehen, Permakultur ist ja heute ein großes Thema, ist in aller Munde in der Gesellschaft und wo viele Räume ganz bewusst geschafft werden, ist eine größere Artenvielfalt tatsächlich vorhanden als im Wald. Mhm. So, wenn man jetzt eine Wiese, so wie hier sieht vor uns, wenn man sie nicht kultiviert, dann gibt es Wald. Innerhalb von 20, 30, 50 Jahren stehen dann hier so viele Bäume, dass die ganzen Kräuter, die jetzt auf der Wiese, also bei uns auf jeden Fall auf der Wiese zu finden sind, dann nicht mehr da sind, weil dann halt Wald da ist. Mhm. Und ja. Verstehe. Und auch die Kuh, sie ist ein spezielles Lebewesen, weil alles, was von der Kuh kommt,
ist sehr bedeutsam für die vedische Kultur. Nicht nur, dass sie halt die Milch gibt, auch der Dung. Dung, da kommt auch das Wort Dünger her, ist ganz wichtig. Also ich habe vorhin schon kurz angesprochen, dass wir hier eine Kompostwirtschaft haben. Und da ist der Dung von den Kühen ganz essentiell, weil der Boden, der am besten mit also einen guten großen Humusanteil hat, braucht ein CN-Verhältnis von 1 zu 10. CN heißt Kohlenstoff, Stickstoff. Und wo soll der Kohlenstoff herkommen? Der Stickstoff herkommen, Entschuldigung. Der Stickstoff herkommen. Mhm. Der kommt von der Kuh. Das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass die Hinterlassenschaften, sage ich jetzt mal, der Dung von den Kühen am wertvollsten ist. So, und das produziert sie ganz natürlich von allein. Man kann es benutzen, man kann, wie ich vorhin schon sagte, ein schwarzes Gold draus machen. Mhm. Und wir benutzen das hier sehr gern auf unseren Beeten und wo wir Gemüse anbauen. Es ist wichtig. Und vielleicht auch an die vegane Welt da draußen. Man muss zu Ende denken. Man muss zu Ende denken. Und oft ist es so, dass da, wo das Gemüse angebaut wird, konventionell, das, was da gedüngt wird, kommt dann halt aus den Ställen von den Bauern. Ne? Weil wir brauchen den Stickstoff. Es ist unabdingbar, dass der im Boden vorhanden ist. Und ja. Wenn ich mich da mal als Nicht-Landwirt mal einmischen darf, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ich habe mal eine Doku gesehen aus Nordfriesland und da, ich weiß nicht, ob ihr die Gegend dort kennt, da gibt es nur Wiesen und Deiche, da gibt es gar keine Wälder, so an der Küste. Und die Leute, also die Menschen, die haben jahrhundertelang geheizt, einfach indem sie Kühe auf der Wiese weiden lassen haben. Mhm. Und dann haben sie den Kuhdung gesammelt, getrocknet, also sehr systematisch sind sie da vorgegangen, haben das dann gesammelt, gespeichert und hatten dann in der kalten Jahreszeit hatten sie immer genug Brennstoff für ihre Öfen. Und das ist ja erstaunlich. Es ist kein Wald da, ne? Kein Holz, auch keine Kohle oder wir wollen gar nicht von der Pipeline Nord Stream oder was es da alles gibt sprechen. Das, also mit anderen Worten, einfach nur Kühe, die auf der Wiese geweidet haben und glücklich waren und dann, wie du es nanntest, ihre Hinterlassenschaften dann hinterlassen haben. Und das war dann für die Menschen jahrhundertelang der Brennstoff zum Heizen und auch zum Kochen. Und über die medizinischen Qualitäten wollen wir vielleicht heute nicht sprechen. Das würde den Rahmen sprengen. Da gibt es bestimmt auch so ayurvedische Experten, die da nochmal richtig aufdrehen könnten. Aber das vielleicht mal so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die vegane Welt. Ne, nichts gegen die Idee an sich. Da stehen wir voll hinter. Ja auf jeden Fall. Ne? Aber wie du eben schon sagtest, dieser Kreislauf ist von vielen Menschen gar nicht zu Ende gedacht worden. Was da zum Beispiel für eine erfolgreiche Landwirtschaftsproduktion eigentlich auch gut benötigt werden kann. Ja, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass tatsächlich die vier Dinge, die der Mensch essentiell braucht, aus Mutter Erde kommen. Das sind Lebensmittel, das ist eine Unterkunft, das ist Bekleidung und das ist Medizin. Und diese vier Dinge kann man tatsächlich ohne Chemie herstellen, nur alleine, wenn man es versteht, die Kulturlandschaft so zu gestalten, dass es nicht ausbeuterisch ist. Und das, neben dem, dass wir halt auch Devotis eines Tages hier oder auch andere Menschen Wissen angedeihen möchten, indem sie halt hier Ausbildungen vielleicht machen können oder Seminare besuchen können, ist das, was wir zeigen wollen, dass das möglich ist, dass man
allein von Mutter Erde, wenn man sie versteht, alles bekommen kann. So hat Krishna die Welt geschaffen, dass es für die Menschen einfach ist, die Dinge zu bekommen, die er braucht. Man muss es halt nur wieder verstehen lernen. Ja, die Alternative ist dann das, was wir heute sehen, dass man halt in Fabriken arbeiten geht, Geld benutzt, um künstlich kreierte Dinge, ja, ne, anstatt die natürlichen Dinge zu benutzen, ja, künstliche Dinge kreiert. Mhm. Genau. Und ja, das hat entsprechende Auswüchse auch. Die Menschen sind sehr an Geld angehaftet heute. Man kann sagen, es ist ein Austausch hat stattgefunden, anstatt dass der Herrgott verehrt wird, wird das Geld verehrt. Alles wird dem Geld untergeordnet, jede einzelne Handlung. Und ja, leider ist es halt so, dass das halt unseren Planeten vielleicht auch an den Rand der Existenz irgendwo geführt hat. Und das sagen ja einige. Das, ja, zumindest wird es so behauptet. Und ich denke, das möchte ich mitgeben auf jeden Fall, dass man das mal überprüfen sollte, ob Geld wirklich so wichtig ist oder ob es da auch andere Dinge oder etwas gar Wichtigeres gibt, als nur dem Geld hinterherzurennen und alle Entscheidungen, die man im Leben trifft, da unterzuordnen. Ja, sehr interessant, mit euch beiden über dieses wichtige Thema mal zu sprechen. Und wir hoffen, dass unsere Zuschauer da ein paar Anregungen mitnehmen können. Und wenn ihr da Interesse habt, vielleicht sogar euch an diesem Projekt zu beteiligen in irgendeiner Form, dann wendet euch einfach an diese beiden Jungs hier. Das ist der Tribhanga, das ist der Julian. Wir blenden, sollen wir einfach mal, was kann man einblenden, eine E-Mail-Adresse vielleicht, dass die mal eine Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten. Ja. Blenden wir unten ein in die Videobeschreibung die E-Mail-Adresse von Tribhanga. Und dann könnt ihr bei Fragen ihn direkt ansprechen. Man kann dieses wunderschöne Projekt auch besuchen, wenn ihr mal einen Wochenendausflug machen wollt und euch das anschauen wollt. Dann seid ihr auf jeden Fall sehr herzlich eingeladen. Und ja, ich würde sagen, vielleicht von euch beiden ein letztes Schlusswort. Wir fangen mal mit dem Julian an. Irgendwas, was du den Zuschauern noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest. Ja, da gibt es so ein schönes Slogan. Save Cows, Save Society. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und sollte man sich zu Herzen nehmen. Also rettet die Kühe, rettet die Gesellschaft. Genau. Okay. Wow. Was ich noch sagen möchte ist, es gibt so viele gestresste Menschen in dieser Gesellschaft. Traut euch, eure Hände wieder in die Erde zu stecken, Dinge selber zu produzieren und ihr werdet wieder glücklich, weil ihr etwas habt, worauf ihr stolz sein könnt. Prima. Alles Gute, abonniert unseren Kanal und Save Cows, Save Society und Narasimha Ki Jai. Jai. Hare Krishna.